Russland testet seinen neuen geheimen Kampfjet. Das Rennen um die vollständige und totale Vorherrschaft über den Himmel wird von drei großen Supermächten in der Welt ausgefochten. Die USA, Russland und China. Da jede Nation bestrebt ist, die andere zu schlagen, werden in Luft- und Raumfahrtindustrie große technologische Fortschritte erzielt. Mit Aufkommen von Stealth-Kampfjets der sechsten Generation gelten die Flugzeuge der fünften Generation bereits als veraltet. Der wichtigste Streit und Konkurrenzpunkt zwischen diesen drei Supermächten ist die Frage, wer das beste Stealth-Kampfflugzeug der sechsten Generation entwickeln wird. Russland entwickelt seine Stealth-Kampfjets schon seit geraumer Zeit. Die Sukhoi Su-57 wurde erstmals 2002 angekündigt. Seitdem gab es viele Verzögerungen und Probleme, aber das Programm wurde fortgesetzt und das Stealth-Kampfflugzeug steht Berichten zufolge kurz vor der Fertigstellung. Der erste Jungfernflug der Su-57 fand bereits 2011 statt und sie wird im nächsten Jahr offiziell dem Arsenal der russischen Luftfahrt beitreten können. Sie soll die MiG-29 und Su-27 der vierten Generation in der russischen Luftwaffe ersetzen. Wenn man den aufkommenden Berichten über die Fähigkeiten der Su-57 Glauben schenken darf, dann wird sie sicherlich ein würdiger Anwärter auf die F-35 und die F-22 sein, die USA derzeit zum unangefochtenen König des Luftkampfes und der Aufklärung machen. Warum ist die Su-57 eine Bedrohung für die F-22 und die F-35? Die Su-57 ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Stealth-Kampfjet. Berichten zufolge soll sie von zwei AL-41F1 Hochleistungstriebwerken angetrieben werden. Eines der Hauptprobleme, mit dem dieses Flugzeug in seiner Entwicklungsphase konfrontiert war, war das Triebwerk. Der Aufwand, den die russischen Ingenieure zur Lösung dieses Problems betrieben haben, hat sich definitiv ausgezahlt, denn das AL-41F1 hat sich als kompetent und zuverlässig erwiesen. Der Rahmen der Su-57 basiert auf den experimentellen T-50-Prototypen, was bedeutet, dass die Su-57 über die volle Bandbreite der Stealth-Fähigkeiten verfügt. Die AL-41F1-Triebwerke sind eine Variante der 117S, was darauf hindeutet, dass sie Stealth-kompatibel sein werden. Der Plan scheint zu sein, dass, sobald die Su-57 in Dienst gestellt wird, weitere Forschung und Entwicklung in das Triebwerk gesteckt wird und dass es schließlich aufgerüstet wird, um der Su-57 die Verbesserungen der Fähigkeiten des Flugzeugs in Bezug auf Reichweite, Flughöhe und Superreisegeschwindigkeit zu ermöglichen. Die neue Version wird dem Flugzeug auch einen Schub von 18 Tonnen verleihen, der ein Upgrade des bestehenden Triebwerkes darstellt, was bedeutet, dass die Wendigkeit des Flugzeuges erheblich verbessert wird. Dann wird das Flugzeug in der Lage sein, Mach 2 und eine Reisegeschwindigkeit von 1800 Kilometern zu erreichen. Um diesen extremen Geschwindigkeiten gerecht zu werden, ist die Flugzeugzelle in der Lage, bis zu 9G Kraft aufzunehmen. Die Kernkomponente der Su-57 ist ihre Stealth-Fähigkeit und sie enttäuscht nicht. Sie umfasst sowohl radarabsorbierende Materialien als auch bordeigene Gegensysteme. Auch der Rahmen des Flugzeuges ist speziell darauf ausgelegt, seine Radarsignatur zu minimieren. Die Triebwerke können Überschallgeschwindigkeiten erreichen, ohne einen signifikanten Nachbrenner zu hinterlassen, der leicht vom Radar erfasst werden kann. Auch die Aufklärungsfähigkeiten sind kein Witz. Das fortschrittliche APRA-System, mit dem das Flugzeug ausgestattet sein wird, verleiht ihm sowohl seitenabtastende als auch vorausschauende Fähigkeiten. Die Su-57 wird dank ihres fortschrittlichen Radarsystems in der Lage sein, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen und zu bekämpfen. Sie wird in der Lage sein, das Feuer sowohl auf bodengebundene als auch auf luftgeschützte Ziele zu eröffnen. Das Cockpit der Su-57 ist so konstruiert, dass der Pilot maximale Sicht hat und alle digitalen Eingänge der verschiedenen Sensoren leicht ablesen kann. Die Feuerkraft der Su-57 ist ebenfalls sehr beeindruckend. Obwohl sie in Geheimhaltung gehüllt ist, deuten einige Gerüchte darauf hin, dass sie spezialisierte Waffen, die ausschließlich für den Gebrauch der Su-57 bestimmt sind, in der Entwicklung befinden. Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass der Stealth-Kampfjet mit zwei 30mm Kanonen der Serie GSH-301 ausgestattet sein wird. Das Flugzeug wird über 6 interne und externe Hardpoints verfügen. Außerdem wird das Flugzeug das umfangreiche Raketenarsenal des russischen Militärs unterstützen, wie zum Beispiel die KH-35E, eine Antischiffsrakete, die R-77RVVMD, eine Luftbodenrakete, die KH-58 Ushke, eine Antistrahlungsrakete und die KH-38ME, eine weitere Luftbodenrakete. In den ersten Jahren ihres Dienstes wird die Su-57 wahrscheinlich mit der bestehenden Raketentechnologie ausgerüstet werden, bis die gerüchteweise spezialisierten Waffen produziert werden. Unbemannter Flugmodus. Hat Russland es geschafft? Die Zukunft der Kriege tendiert zu unbemannten Flugzeugen. Der Erfolg, den die USA auf dem modernen Schlachtfeld mit Drohnen erzielt haben, ist unbestreitbar.
Und auch andere Supermächte der Welt orientieren sich an der Idee von Drohnen und unbemannten Flugzeugen. Es gibt eine ganze Reihe bedeutender Vorteile, unbemannte Maschinen für sich kämpfen zu lassen. Der offensichtliche Vorteil ist, dass dadurch unzählige Menschen gerettet werden können. Der zweite Vorteil ist, dass unbemannte Flugzeuge an die Grenzen dessen gehen, was wir für möglich und normal halten. Wenn ein Pilot einen Kampfjet fliegt, sind die Manöver und Situationen, die das Flugzeug bewältigen kann, durch die Fähigkeiten des Piloten begrenzt. Ein riesiger Faktor sind die physischen Grenzen der Bedingungen, die der menschliche Körper unter Stress und außergewöhnlichen Gehkräften bewältigen kann. Wenn wir diesen Faktor der menschlichen Begrenzung beseitigen, ist plötzlich alles möglich. Wenn sich dies als wahr erweist, dann wird sich der Umfang dessen, was mit diesen Kampfflugzeugen erreicht werden kann, exponentiell ausweiten. Diese Flugzeuge werden in der Lage sein, das zu tun, was für Menschen unmöglich ist. Sie werden in der Lage sein, Ziele mit Präzision zu erreichen und zu bekämpfen und Aufklärungsmissionen durchführen, die bisher unmöglich waren, ohne dass dabei Menschenleben gefährdet werden. Wenn es Russland gelingt, in diesen Bemühungen Flugzeuge zu schaffen, die ferngesteuert sind und KI benutzen, dann wird es ihnen einen bedeutenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Wie eine chinesische Nachrichtenagentur Sohu zuerst berichtete, verfügt die Su-57 offenbar über die Fähigkeit zu unbemannten Flug- und KI-Kampf. Wenn man diesen Berichten Glauben schenken darf, dann hat Russland einen bedeutenden Durchbruch in der Welt des Luftkampfes erzielt. Um die Implikation dieser Technologie besser zu verstehen, wird das Flugzeug, wenn es ferngesteuert wird, 15G einer noch nie dagewesenen Kraft standhalten können. Es wird dem Flugzeug erlauben, sich mit großer Wendigkeit zu bewegen und Manöver durchzuführen, die mit einem menschlichen Piloten im Inneren wegen der Wirkung der G-Kräfte nicht möglich sind. Es wird spekuliert, dass Russland an der Entwicklung einer ganzen Armee von autonomen Maschinen arbeitet. Die Idee dabei ist, Soldaten und Piloten durch diese Maschinen zu ersetzen. Es mag wie eine weit hergeholte Idee klingen, aber wenn man den Berichten Glauben schenken darf, dann könnten sie der Realität näher sein, als wir denken. Erst letztes Jahr entwickelte Russland seine erste Kampfdrohne mit dem Namen S-70. Sie ist auch für den Einsatz in Verbindung mit der Su-57 vorgesehen. Wenn dieser Kampfjet es schafft, unbemannt zu fliegen und in der Lage ist, die S-70-Drohne während des Fluges mit Hilfe der KI zu steuern, wird er eine tödliche und furchterregende Kombination bilden. Die Idee ist, dass während die Su-57 sich mit Zielen am Himmel beschäftigt, die Su-70-Drohnen eingesetzt werden, um Bedrohungen am Boden auszuräumen. Es gibt Berichte über autonome Roboter, die das russische Militär entwickelt hat und die bereits in der Lage sind, bei Bedarf das Schlachtfeld einzunehmen. Die Fedor ist ein Beispiel für Russlands Plan, eine Armee von Robotern zu schaffen. Zusätzlich zu den Robotern entwickelt die russische Armee auch unbemannte Panzer. Ein kleines unbemanntes Flugzeug, Nerekta, ist bereits im aktiven Dienst des russischen Militärs. Es verfügt über 3 Transport-, Überwachungs- und Gefechtsmodi, so dass es eine Vielzahl von Missionen durchführen kann, ohne Menschenleben zu gefährden. Die Uran 9 und Uran 6 sind weitere Beispiele für unbemannte Fahrzeuge, die Russland entwickelt hat. Beide Fahrzeuge sind Gefechtsfeldunterstützungsfahrzeuge, die in der Lage sind, militärische Außenposten und Panzer zu zerstören. Der Viker ist ein autonomer Panzer, den das russische Militär entwickelt hat. Er ist in erster Linie ein Aufklärungsfahrzeug, hat aber genug Feuerkraft, um Panzer und sogar Luftziele zu bekämpfen. Er ist auch amphibisch, das heißt, er kann problemlos in allen möglichen Geländeformen eingesetzt werden. Die Su-57 ist sehr vielversprechend und mit der Fähigkeit zum autonomen Flug, von der man spricht, könnte sie Russland helfen, den USA die Krone des Himmels abzunehmen. Der Fortschritt, der auf dem Gebiet der Stealth-Kampfjets gemacht wird, ist revolutionär und all dies ist dem gesunden Wettbewerb zu verdanken. Wir werden abwarten müssen, ob all diese Gerüchte über die Fähigkeiten der Su-57 sich als wahr herausstellen oder nicht. Eines ist sicher, da alle Supermächte der Welt in einem hitzigen Wettstreik um die besten Stealth-Kampfflugzeuge stehen, werden wir in den kommenden Jahren einige wirkliche beeindruckende technische Meisterleistungen erleben. Die Einbeziehung der KI in den Kampf wird eine große Rolle dabei spielen. Wer am Ende die Nase vorne hat.